Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich tatsächlich kein buchiges Video für euch, sondern ein richtig nerdiges und geekiges Video. Ich wurde nämlich von einer lieben Freundin, die mich mittlerweile meine komplette vierjährige Bookstagram-Zeit begleitet, zu einem Trading Card Game angefixt. Und ich bin leider echt anfällig für sowas. Das weiß sie auch ganz genau. Ja, ich habe früher Pokémon-Karten gesammelt, ich habe früher Yu-Gi-Oh!-Karten gesammelt und habe das auch gespielt und bin da richtig drin aufgegangen und irgendwann war die Zeit eben vorbei. Und jetzt hat vor einigen Monaten Disney ein Trading Card Game auf den Markt geworfen und ich bin die ganze Zeit, ja, davon ferngeblieben, weil ich eben so anfällig für sowas bin und man da doch einige Euro da hineinstecken kann. Aber jetzt hat sie es geschafft, mich komplett zu überzeugen und jetzt habe ich mir auch, sag ich mal, einen Grundstock fürs Spielen zusammengestellt bzw. gekauft. Ich habe mir nämlich zum einen diese Matte geholt, auf der man das Spiel spielt. Also das kann man natürlich auch auf anderen Matten, aber ich mache ja Dinge nicht halbherzig. Ich bin jemand, wenn ich was anfange, dann richtig und dann eskaliere ich auch so richtig. Und ich dachte mir, es ist bestimmt mal schön zu sehen, wie jemand mit sowas neu startet und deshalb nehme ich euch da auch mit, weil ich bin da wirklich noch komplett blind. Ich habe noch gar keine Ahnung wirklich davon. Also so ein bisschen was hat sie mir erklärt, aber ich habe von den Karten bisher noch keine Ahnung und ich werde einfach in ein paar Wochen nochmal ein Video machen, vielleicht nochmal ein Unboxing von Boosterkarten oder auf jeden Fall ein Lorcana-Video, so heißt nämlich das Kartenspiel, und dann kann ich hoffentlich schon Fortschritte berichten. Ich fahre nämlich die Tage hin und dann erklärt sie mir alles und dann spielen wir auch mal und dann zeigt sie mir, wie ich mir ein perfektes Deck zusammenstelle aus den Karten, die ich dann bis dahin habe. So, also das ist auf jeden Fall die Matte. Ich habe mir die von Vaiana geholt, weil ich ein riesen Vaiana-Fan bin. Mittlerweile gibt es, glaube ich, 4 Serien, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Also es muss wohl jetzt im Mai eine neue Serie auf den Markt geworfen werden. Und jede Serie besteht so aus 200 Karten und hat dann eben nochmal neue Disney-Filme etc. dabei. Und Vaiana war, wenn ich das richtig weiß, in der vorherigen Serie dabei. Und ob jetzt diese Spielmatte auch bei der vorigen Serie released wurde oder ob die jetzt im Mai bei der neuen Serie released wurde, kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall fand ich die Mappe oder Matte sehr, sehr schön und habe gedacht, so, die ist jetzt mein. Die Serie, die im Mai rauskam, nennt sich Ursulas Rückkehr und dazu habe ich mir auch dieses Starter-Set gekauft. Also es gibt so verschiedene Starter-Decks, da sind, ich glaube, 60 Karten drin. Wo steht's? Genau, 60 Karten inklusive 2 Foil-Karten, 11 Schadensmarker, eine Spielmatte aus Papier, das hier ist ja wie so ein Mauspad-Stoff, ein Legendenmarker aus Papier und ein Regelheft. Es gibt zu jeder Serie 2 verschiedene Starter-Decks. Jetzt hier bei Ursula gab es eben hier das Madrigal-Set und einmal das Helden-Set mit Herkules und Anna. Auf den anderen Decks waren zum Beispiel Peter Pan. Auf dem anderen war, lass mich lügen, 101 Dalmatiner und noch irgendwas. Also Madrigal ist, glaube ich, das erste jetzt, das wirklich nur aus Madrigal besteht. Die anderen sind immer gesplittet in 2 verschiedene. Also da war zum Beispiel, der eine ist oben 101 Dalmatiner, unten ist dann was anderes. Bei dem anderen ist oben Anna und unten Herkules. Also das sind die Karten auch in diese 2 Disney-Filme unterteilt. Ich versuche das jetzt mal zu öffnen mit euch. Ich möchte es jetzt nicht kaputt machen, weil ich sie eigentlich erstmal noch da drin aufbewahren möchte. So, gucken wir mal. Also ich habe, wie gesagt, noch nie sowas aufgemacht, habe noch nie in sowas reingeguckt. Das ist jetzt Premiere. Zwar nicht ganz live auf YouTube, aber ungefähr. Also hier sind mal die 60 Karten. Dann ist, genau, hat meine Freundin mir gesagt, ist immer ein Booster-Pack mit drin. Also nicht jeder, der das Madrigal-Set kauft, kriegt auch automatisch die gleichen Karten. Also hier ist auch nochmal so ein bisschen Spannung mit drin.
Hier sind die Regeln, Schnellstartregeln. Ich werde sie vermutlich sowieso niemals kapieren, also zumindest nicht so schnell. Und dann gibt es hier eine Spielkarte, auch im Ursula-Design. Aber wie das Ganze funktioniert, werde ich auch noch berichten. Also ich weiß, dass es verschiedene Tintenfarben gibt. Und diese Tintenfarben, sag's mir, muss man spielen. Man muss sich, glaube ich, pro Spieler 2 Tintenfarben aussuchen. Dieses Deck besteht wohl jetzt aus Bernstein und Amethyst. Dann gibt es noch rote, es gibt noch blaue. Also, wie gesagt, das werden wir jetzt gleich sehen, wenn wir diese Packs aufmachen. Aber ich mache jetzt erstmal diese 60 Karten auf. Deck A steht da jetzt drauf. Schauen wir mal einfach rein. Dann gibt es natürlich auch noch Schutzhüllen für die Karten, weil die richtigen Bros möchten ja nicht, dass ihre Karten verknicken oder dreckig werden. Aber da wurde mir auch schon berichtet, dass die Original-Lorcana-Hüllen gar nicht mal so gut wären. Aber ich wiederhole nur das, was ich gehört habe. Ich kann da leider selbst noch nicht von berichten. Also, so sehen die Karten von hinten aus. Und ja, es sollen jetzt 60 Stück da drin sein, plus 2 Foil-Karten. Ich gehe mal davon aus, dass das diese Folienkarten, also diese Hologrammkarten sind. Und das sind eben auch die beiden, die vorne auf dem Deck drauf sind. Also würde ich fast mal behaupten, dass die hier oder dass vielleicht sogar alle die hier in dem Starterdeck immer mit drin sind. Und dann kommt eben noch immer ein willkürlicher Booster-Pack dazu. So, dann haben alle Karten unten so ein Symbol. Das zeigt an, wie selten oder nicht selten sie sind. Dann würde ich fast mal behaupten, dass das hier Purple ist und das hier Bernstein. Also dass die Karten quasi, die Kartenfarbe hier angezeigt wird. Super toll, ein Video zu drehen, wenn man gar keine Ahnung hat. Aber ich möchte es authentisch halten. Ich möchte, dass ihr live dabei seid, wie ich Dinge über dieses Spiel lerne. Und ja, vielleicht hilft es euch ja später auch. So, jetzt haben wir hier das Deck mit den 60 Karten. Und von ein paar sind mehrere dabei. Wir haben hier dreimal Augustin Madrigal, also den Papa von Mirabelle. Ich habe mir hier auf dem Handy auch noch ein Screenshot gemacht. Dieses Symbol heißt, dass die Karte gewöhnlich ist, also das, sag ich mal, das, was am häufigsten vorkommt. Dann haben wir hier eine seltene Karte, Ariel. Ich lese einfach immer nur vor, wie der Seltenheitsrang ist. Dann haben wir zweimal Felix Madrigal. Das ist ungewöhnlich. Das ist das, sag ich mal, zweitschlechteste. Es gibt gewöhnlich, ungewöhnlich, selten, sehr selten, legendär und verzaubert. So, hier haben wir nochmal ungewöhnlich, also Rang 2, die Mama von Mirabelle. So, dann geht's weiter mit Mickey Mouse. Habe ich 2 Stück, auch ungewöhnlich. Dann haben wir 2-mal Sebastian, gewöhnlich. Alles bisher in Bernsteinfarbe. Oh, dann haben wir 3-mal Mirabelle, auch gewöhnlich. Dann haben wir 2-mal Rolli, der hungrige Welpe von 101 Dalmatina, ungewöhnlich. Also bisher alles nur gewöhnlich oder ungewöhnlich. Was selten ist, war jetzt noch nicht dabei, außer Bruno. Aber das sind ja diese Sonderkarten. Dann haben wir 2-mal Prinz dreimal Prinz Erik, gewöhnlich. Stitch habe ich hier 3-mal, gewöhnlich. Dann habe ich Lass mich nicht allein, das ist von Rapunzel, auch gewöhnlich. Heilendes Leuchten, die Haare von Rapunzel,
Das ist eine Aktionskarte. Da gibt es auch noch verschiedene. Es gibt Sagengestalt, das ist sowas wie der Papa hier. Dann gibt es Aktionen, das ist heilendes Leuchten. Das sind halt so Sachen, die man anscheinend dann legen kann, um jemanden anzugreifen oder so. Aber auch eine gewöhnliche Karte. Dann diese Familie einmal. Oh, das ist eine seltene Karte. Das Haus der Familie Madrigal. Gemeinsam singen. Ich hoffe aber, dass man da nicht wirklich live singen soll. Dann habe ich das Spiel sehr schnell gewonnen, weil ich nämlich nicht singen kann. Dann haben wir nochmal eine ungewöhnliche Karte, Verlassen im Wald. Auch ein Aktionslied. Dann haben wir nochmal dreimal Antonio, ungewöhnlich. Dann haben wir Elsa, amtierende Königin, dreimal, gewöhnlich. Aber ich habe schon gesehen, von Elsa gibt es eine richtig coole Folio-Hologrammkarte. Also die hätte ich auch super gern. Dann haben wir Camilo Madrigal, ungewöhnlich. Dolores Madrigal zweimal, gewöhnlich. Oh, jetzt kommt einer meiner Lieblingscharaktere. Ich liebe es. Dieses dumme Huhn. Aber ja, hey, hey. Lustigerweise hat meine Freundin gesagt, sie hat in jedem Deck immer ein Hey, hey drin. Das ist anscheinend so ein Tick. Ja, zweimal Hey Hey, ungewöhnlich. Jetzt einmal eine seltene Karte, Isabella. Die gibt es natürlich auch nicht zwei, dreimal drin, sondern nur einmal. Zweimal gewöhnlich, Luisa. Obwohl ich Luisa ja viel cooler finde als Isabella, aber sei mal dahingestellt. Dann kommt dreimal der Marshmallow-Mann von Elsa, ungewöhnlich. Peppa Madrigal, eine seltene Karte. Wenn ich selten sage, dann ist das eigentlich nur die dritte Stufe, weil es gibt dann ja noch sehr selten, legendär und verzaubert. Dann haben wir die Königin von Schneewittchen, gewöhnlich. Dann haben wir Tic-Tac von Captain Hook, gewöhnlich, zweimal. Dann haben wir zweimal die Abendseelen in Not, auch gewöhnlich. Und dann haben wir final noch dreimal die Casa Madrigal, auch gewöhnlich. Gewöhnlich. So, das wäre jetzt erstmal das Starterdeck mit 60 Karten. Die lege ich jetzt mal beiseite. Und jetzt kommt das, weswegen ihr wahrscheinlich eingeschaltet habt, das Unboxing. Also ich lege die jetzt mal zu meinen Booster Packs dazu. Das sind die von Ursulas Rückkehr, von dieser neuen Serie. Dann gibt es noch einmal die Tintenlande. Da habe ich jetzt Jafar und das Ferkel vorne drauf. Und dann haben wir Aufstieg der Flutgestalten. Da haben wir die Rote Königin und das Biest. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit denen hier. Ich starte jetzt mit Jafar und schneide die jetzt einfach mal auf. Und dann gucken wir mal rein, was da im Booster Pack Nummer 1 ist. So, ich habe hier wieder meine schlaue Liste. Eine gewöhnliche Karte, Della Duck. Dann Deville Herrenhaus, auch gewöhnlich. Dann, oh, auch eine sehr, sehr süße Karte. Leider auch gewöhnlich, also nichts Besonderes, aber ich liebe sie jetzt schon pur. Dann haben wir die Tresortür von Dagobert Duck, auch gewöhnlich. Dann haben wir IA, auch gewöhnlich. Dann haben wir etwas, was ich nicht verstehe, eine Atlantianerin. Und die Karte ist zwar gewöhnlich, aber ich habe keine Ahnung, was da unten drauf steht und was man mit der Karte machen kann. Da muss ich auf jeden Fall mal nachhören, was man da machen soll oder ob die einfach nur dann Sammlerwert hat. Dann haben wir eine ungewöhnliche Karte, Bruder Tuck von Robin Hood. Die 99 Welpen von 101 Dalmatiner, auch ungewöhnlich. Ungewöhnlich Sturzbomber-Aktion. Dann Tic-Tac, eine seltene Karte. RLS Legacy, Sonnengaleone. Ich weiß keine Ahnung, von welchem Film das ist. Vielleicht auch Atlantis, eine seltene Karte.
Dann haben wir eine Holo-Karte, eine ungewöhnliche aber, nochmal von Della Duck. Muss ich mal gerade gucken. Ja, jetzt seht ihr das nämlich. Eine ist unholo, also ganz normal, und die ist Hologrammkarte. Nochmal gerade dazu. Und dann haben wir hier noch neue Regeln. Charaktere zum Ort bewegen, neuer Kartentyp, Orte. Aber das ist wohl immer mit dabei. So, dann machen wir mal das zweite Booster-Paket von den Tintenlanden auf. Ich würde mal fast behaupten, dass bei Tintenlanden Winnie Pooh dabei war, DuckTales und Aladdin und 101 Dalmatiner. Also, das wäre jetzt mal meine Einschätzung. So, da haben wir auch wieder diese Karten dabei, aber die brauchen wir ja nicht. Ungewöhnlich. Nein, gewöhnlich. Die Seefahrtaktion von Vaiana. Also es gibt wohl doch mehr als diese vier Themen. Gewöhnlich Abschaum. Gewöhnlich Gundelgaukelei. Gewöhnlich Ablenken. Gewöhnlich IA. Also meine erste doppelte Karte tatsächlich. Dann haben wir gewöhnlich Patch. Dann haben wir Wildkatz Schraubenschlüssel. Ich habe keine Ahnung, wer ist denn nochmal Wildkatz? Kann ich euch gerade gar nicht sagen. Eine ungewöhnliche Karte. Mama Odie. Ungewöhnlich. Ist von Küsschen Frosch. Ich habe einen Traum. Ungewöhnlich. Probier es mal mit Gemütlichkeit. Schon wieder ein Lied. Eine seltene Karte. Alice. So, das muss ich gucken. Das ist, glaube ich, eine sehr seltene Karte. Ja, das ist meine erste sehr seltene Karte. Alice von Alice im Wunderland. Und dann nochmal. Probier es mal mit Gemütlichkeit, aber diesmal in Holo. Also anscheinend ist immer eine Holo-Karte mit drin, aber bisher war es immer dann von einer Karte, die im selben Paket mit drin war. Also dann, bisher war es jetzt wirklich ja beide Male so, dass ich zwei Karten im selben Booster-Pack hatte. Einmal in Holo und einmal ohne Holo. Ob ich das jetzt cool finde, weiß ich noch nicht. So, jetzt legen wir das mal darüber und machen weiter mit Aufstieg der Flutgestalten. So, schneiden wir das hier mal auf. Die rote Königin. Gucken, ob sie mehr Glück bringt. Tü-tü-tü-tü. So. Da ist einfach nur so eine, wie so eine Puzzlekarte. Also das sieht aus, als würden da noch Teile fehlen. So, fangen wir mal an. Cusco, gewöhnlich. Peter Pans Dolch, gewöhnlich. Zauberin, gewöhnlich. Das ist die von Schön und das Biest. Herzog von Pitzbühel, gewöhnlich. Ist von Zoomania. Mulan, gewöhnlich. Ein Sturm zieht auf von Elsa. Frozen, gewöhnlich. Schon wieder das Hey-Hey. Ungewöhnlich. Seppel, ungewöhnlich. Abschuss. Keine Ahnung, von was das ist. Aber ist ungewöhnlich. Rattenzahns fabelhafte Falle. Eine seltene Karte. Mickey Maus. Sehr selten. Und eine gewöhnliche Karte, aber ein Holo, die Herzkönigin. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja, und dann eben diese Puzzlekarte. Da muss ich wirklich mal noch rausfinden, was es damit auf sich hat. So, Booster Pack Nummer 4. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich zu Ursulas Rückkehr mir so ein ganzes Display kaufen soll oder bestellen soll. Da sind nämlich 24 Booster Packs drin und das wäre, glaube ich, sehr, sehr spannend, das zu öffnen. So, dann haben wir hier Tassilo, gewöhnlich. Baloo, gewöhnlich. Improvisieren von Mulan, gewöhnlich. Nock, gewöhnlich. Rapunzel, gewöhnlich. Donald
Duck, gewöhnlich. Mutter Gotel, ungewöhnlich. Mäuserüstung, ungewöhnlich. Herumspringen, ungewöhnlich. Zähne blank wie Neid, schon wieder so ein Lied. Seltene Karte. Der Jägersmann, eine seltene Karte. Und als Holokarte wäre hier der Gumbo-Eintopf von Köstchenfrosch. Und nochmal so eine Puzzlekarte. Also das sieht aus, als würde es dazu dem anderen dazugehören. So, das waren jetzt die Tintenlande und die Fluggestalten. Und dazu hatte ich von jedem einfach nur zwei Packs geholt. Und jetzt haben wir drei von den neuen Ursulas Rückkehr. Wir sagen, wir starten auch einfach mit Ursula. Gucken wir mal. Tü-tü-tü-tü. So, da hätten wir den Zauberbesen. Ungewöhnlich. Die Schicksalsgöttinnen. Ungewöhnlich. Eisklotz. Ungewöhnlich. Das ist bestimmt von Christoph und Sven. Atlantika von Ariel als Ort. Ungewöhnlich. Gewöhnlich. Das war bisher alles gewöhnlich. Trainingsgelände von Mulan. Gewöhnlich. Yao. Gewöhnlich. Unterschriebener Vertrag von Ariel und Ursula. Ungewöhnlich. Julietta Madrigal, die hatten wir ja im Starterdeck schon drin. Ungewöhnlich. Seeräuberleben. Ungewöhnlich. Noch eine Elsa. Selten. Goldene Harfe. Selten. Oh, und die Holokarte von Pegasus. Gott. Das ist auch einfach ein Charakter, den ich abgöttisch liebe. Und da sieht es aus, als wäre das auch nochmal so ein Puzzleteil. Schauen wir mal. Also wenn ich mal wirklich das Display kaufe, dann haben wir das ja eventuell schnell zusammen, dieses Puzzle. So, jetzt machen wir hier das zweite Ursulas Rückkehr Booster Paket auf. So, erste Hilfe. Gewöhnlich. Fazu. Gewöhnlich. Nochmal Luisa Madrigal. Gewöhnlich. Pegasus Unhologramm, also ohne Holofolie. Olaf, gewöhnlich. Eine andere Luisa Madrigal, gewöhnlich. Abschaum und Meerschaum, ungewöhnlich. Mac, ungewöhnlich. Junger Prinz Triton, ungewöhnlich. Die Mauer von Mulan, selten. Jensit, das ist eine goldene Muschel, da haben wir doch eine legendäre Karte. Also das ist bis jetzt, glaube ich, meine seltenste Karte. Mächtiger Zauberer. Und dann noch von einem, den ich gar nicht mal so cool finde, aber egal. Sisu, habe ich die Holokarte. Ja, hier nochmal so ein Puzzleteil. So, dann schauen wir mal, wie es weitergeht mit dem letzten Paket. Machen wir das noch auf und dann wären wir mit den Booster Packs durch. So, dann fangen wir direkt schon an mit Luisa Madrigal. Gewöhnlich. Chuck. Gewöhnlich. Verwandelter Küchenchef. Gewöhnlich. Von die Schönen das Biest ist ja. Thor. Gewöhnlich. Ich weiß, was geschieht. Aktion Lied. Gewöhnlich. Chen Po. Gewöhnlich. Bin ja nicht der größte Mulan-Fan, deshalb weiß ich auch nicht, ob die Namen richtig ausgesprochen sind. Donald Duck. Ungewöhnlich. Ja, ich trete es klein. Ungewöhnlich. Das Biest. Ungewöhnlich. Hera. Selten. Das ist eine sehr seltene Karte von Raya, die Hauptprotagonistin von Raya und irgendwas mit Drachen. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Und dann haben wir als Holokarte Tong. Das ist vielleicht auch von Raya. Der sagt mir nämlich gar nichts. Und dann haben wir hier nochmal eine Puzzlekarte. So, das
Wars, Leute. Das Wars. Das waren alle Booster Packs und das Trading Card Starter Deck. Ich bin auf jeden Fall on fire, das Spiel zu lernen und die Karten auch zu sammeln. Also wenn jemand von euch da auch voll im Fieber ist, dann darf er sich gerne bei mir melden und dann können wir uns drüber austauschen. Ansonsten sehen wir uns wieder bei meinem nächsten Video. Das wird natürlich wieder was Buchiges, aber ich werde definitiv, da gebe ich euch Brief und Siegel drauf, auch weiter an Lokana dranbleiben und euch da auch auf den neuesten Stand bringen. Wer mir bei Instagram noch nicht folgt, der sollte das schleunigst tun, weil da werdet ihr sicher regelmäßig was von dem Spiel hören. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder.